Ja, hallo, willkommen zu den Weinspontis. Heute beginnen wir mal ja, so mit dem Weinland schlechthin eigentlich, nämlich mit Frankreich. Und mit einer Region, die ja, haben wir eigentlich noch nie gebracht und die ist auch gerade so ein bisschen erst so im Kommen und ja, da gibt es halt immer mehr interessante Weine aus dieser Region, nämlich Savoyen. Savoyen ist ja ein bisschen alpiner gelegen, sage ich jetzt mal, nördlich von Lyon, wenn ich mich nicht ganz täusche, geografisch, wenn ich falsch liege, sagt es mir. Und ich habe hier einen Wein von der Domaine de Côte Rousse. Also Côte Rousse, das hat was mit den roten Bergen zu tun, die hier auch sind. Genau, wird von Nicolas und Marielle Ferrand geleitet. Genau, der Nicolas Ferrand ist Quereinsteiger, hat 5 Hektar Wein, also Rebfläche ungefähr, baut seine Weine naturbelassen aus. Also der Wein hier kommt, glaube ich, teilweise aus der Amphore, teilweise aus dem Barrique, teilweise aus dem großen Holz. Und er wird eben sehr schonend gemacht, spontan vergoren, ist ein sehr leichter Weißwein. Und Naturkorken natürlich. Und der Korken ist sehr schön. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viele fiese Korken herausgeholt. Der hier ist toll. Wir haben hier einen Wein, La Ponte. La Ponte ist ein reinsortiger Jacquère. Jacquère ist auch eine autochthone Rebsorte, die eben vor allem in Savoyen beheimatet ist. Ein bisschen in Portugal, glaube ich, noch. Aber hier in Savoyen gibt es 1000 Hektar davon. Wird meistens als Cuvée-Partner gebraucht, ist für leichte, fruchtige Weine berühmt. Bin sehr gespannt, habe ich noch nie probiert. Ich habe auch vom Weingut noch nie was probiert. Bin da ein bisschen drüber gestolpert und fand es eigentlich ganz interessant, so Savoyen. Also für mich ist Savoyen eigentlich hauptsächlich bekannt durch den wahrscheinlich für die bekannteste historische Figur aus Savoyen, nämlich Prinz Eugen von Savoyen. Ihr wisst schon, der kaiserliche Feldherr, der ja für die Habsburger vor allem eben in den Türkenkriegen im 18. Jahrhundert berühmt wurde. Dafür kenne ich eigentlich Savoyen und ich glaube Schinken gibt es da auch. Savoyer Schinken. Jetzt gibt es Savoyer Wein. Also man merkt schon, das ist so ein bisschen mehr naturell, merkt man schon. Also ist so von der Machart wirklich, ja, Birne. Also wir haben hier richtig reife Birne in der Nase. Aber auch was Frisches, also wirklich so dieses Alpine, das kann ich mir so richtig gerade vorstellen. Also wir haben hier Birne und was Frisches, was einfach so im Sommer, glaube ich, gar nicht so schlecht ist. Also hier wird auch noch alles per Hand gemacht, also alles, ich glaube auch sogar per Hand gekorkt, glaube ich. Also wir haben wirklich auch nicht viel Ertrag. Also was bei der Jacquère-Rebe übrigens auch noch ganz wichtig ist, ist ein absoluter Massenträger. Also hier muss man wirklich reduzieren, damit was Schönes rauskommt. Und von der Nase her glaube ich, dass es auch hier der Fall ist. Das ist gut. Echt gut. Wir haben wirklich auch so eine Frische, die hier eben transportiert wird. Also kann ich mir wirklich gerade auch bei diesen heißen Temperaturen, wo ich gerade hier drehe, sehr gut vorstellen. Wir haben 11 Alkohol, also wirklich sehr human vom Alkohol her. Sehr frischer Wein, sehr fruchtiger Wein, aber nicht plump und nicht so quietschig oder sonst was, sondern da ist was dahinter. Also man merkt schon Kalkgestein. Yeah.
Apfel hat er. Bisschen Pfirsich. Aber Apfelbirne, das trifft es eigentlich ganz gut. Und eine sehr schöne Fließgeschwindigkeit. Also sehr, echt schön. Und sehr frisch. Gefällt mir wirklich gut. Also jetzt gerade für die Sommerküche könnte ich mir den sehr gut vorstellen. Salate, kalte Speisen, also Zauberjahrschinken. Hat auch so eine gewisse Phenolik, finde ich. Also man merkt schon, da ist ein bisschen Amphore dabei. Also das merkt man schon. Holzeinsatz sehr gekonnt, also wirklich sehr, sehr gut. Also wirklich dafür, dass der Nikola Quereinsteiger ist und quasi eigentlich Agrarwirtschaft für alpine Gegenden studiert hat, ist also der ist wirklich top. Der gefällt mir richtig gut. Preislich so, ich glaube, so zwischen. Ja, so 13, 15 Euro, so in dem Bereich, da bekommt er sowas. Und das richtig tolle war naturell und ist halt ein Individualist und das gefällt mir. Gehen wir in die Bepunktung über. Also würde ich euch sehr ans Herz legen, sehr schöner Wein. Müsst ihr mal schauen, wo er den herbekommt. Aber gibt, glaube ich, einen Importeur. Ich finde ihn klasse. Ich finde ihn richtig klasse. Macht Spaß. Macht auf jeden Fall Lust auf die weiteren Weine des Weinguts, der Domaine. Und die Rotweine sollen auch sehr spannend werden. Ach, ich wäre jetzt hier schon bei. 40 Punkte gebe ich auf jeden Fall. Das ist wirklich ein ganz spannender Wein. Ist noch Luft nach oben, ist wirklich der Einstiegswein im Weingut. Deswegen, ich glaube 40 ist, glaube ich, ganz gut. Da bekommt er auf jeden Fall richtig viel Spaß im Glas. Also von dem her, probiert's doch mal Wein aus Savoyen. Hat was. Ich gebe ab an den Ralf und melde mich dann noch mit einem zweiten Wein. Also macht's gut. Servus. Ja, hallo, herzlich willkommen bei den Spontis aus Österreich. Heute allerdings kein österreichischer Wein. Aber wir sind in der alten K&K-Monarchie. Wir sind in Kroatien. Ja. Zlatan Plavac. Barrique und den probieren wir jetzt. So. Gut. Also Plavac, besser gesagt Plavac Mali, das ist eigentlich die Rebsorte. Autochtone Rebsorte in Kroatien, kommt ursprünglich aus Dalmatien. Der Wein hier ist von der Halbinsel Var. Der Winzer Zlatan Pienkovic, hat das Weingut 1986 schon eröffnet, war eines der ersten privaten Weingüter in Kroatien. Ist derzeit 120 Hektar groß, gar nicht mal so klein. Und von 50 Hektar Kooperationspartnern wird auch Wein bezogen. Es werden also 800.000 Flaschen gemacht. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Nicht wenig. Den normalen Plavac
Von ihm haben wir ja schon mal vorgestellt vor ein paar Jahren. Das ist jetzt der aus dem Barrique. Was ist noch interessant? Ja, Plavert, die Rebsorte. Ein Elternteil ist der Zinfandel. Und der zweite, Dobričić, wird es, glaube ich, ausgesprochen. Boah, und die Nase, ich habe den Wein schon etwas früher aufgemacht. Dadurch hat er Luft. Und in der Nase hast du sofort so Backpflaumen. Ja? Also ich finde, das sind Backpflaumen. Das Holz ist Barrique, extrem gut eingebunden. Da ist eine sehr starke kräutrige Note dabei. Auch so ein bisschen Sauerkirsche. Der Wein ist Jahrgang 2011. Also an der Rebsorte Plavac Mali fällt eigentlich sofort auf, hat unheimlich viel Gerbstoff. Ja. Also ist nichts für Weicheier, für Softies. Ja. Sehr, sehr kräftiger Wein. Alkoholmäßig habe ich gar nicht nachgeschaut. 14,5. Ja, aber wirkt überhaupt nicht so alkohollastig. Überhaupt nicht. Hat ein Wahnsinnsextrakt. Es kommen auch so ein bisschen Geschmacksnoten wie Feige. Bisschen Lakritze. Und die Säure balanciert vieles aus. Ja. Wirkt nach 10 Jahren überhaupt nicht alt, ist immer noch sehr frisch. Aber man kann ihn jetzt nicht mit, was weiß ich, ja doch, man könnte so mit süditalienischen Weinen vergleichen. Primitivo. Geht also schon in die Richtung, ist aber etwas säurebetonter. Ja. Und immer noch ein Schlückchen. Also ich mache mir gleich was ganz Leichtes dazu. Ein schönes Rinderfilet mit ein paar Ofenkartoffeln. Ist ja perfekt. Kroatien. Eigentlich ein Land mit einer super Küche, super Weinen. Die Leute können auch feiern dort. Und ist gar nicht so weit weg von Österreich. Also manchmal muss es sowas sein. Ja. Man kriegt von mir die 43. Preis habe ich noch nicht gesagt. Ja. Also ist irgendwas so um die 30, 25 bis 30, glaube ich. Je nachdem, wo ihr ihn bezieht. Sollte man schon gekostet haben. Hat einen ganz anderen Einschlag als jetzt französische oder die meisten Italiener oder Spanier. Hat fast schon so ein bisschen einen Einschlag.
Ja, von der Wirkung her, weil es kommt unheimlich viel Gewürze dazu. Oh ja, macht immer mehr auf. Super mehrdimensionaler Wein. Erinnert mich ein bisschen an den Libanon, ehrlich gesagt. Klasse. Was habe ich gesagt? 43, genau. Und, Leutchen, Kroatien ist nicht nur Winnetou und Old Shatterhand. Nein, super Essen, super Weine. Fahrt mal hin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, willkommen zum zweiten Wein heute bei den Weinspontis von mir hier in Würzburg. Und ja, kein fränkischer Wein dieses Mal. Nämlich, ja, aber so eine Verbindung zu Franken ist heute ein bisschen da. Ich habe eine Flasche Wein im Keller gefunden, habe schon mal hier vorbereitet. Zweisamkeit-Linie. Wenn ihr da schaut, seht ihr schon, da, Weingut Diedinger, die Linie geht weiter und weiter zum Weingut Höfler. Für die, die es nicht wissen, das Weingut Diedinger befindet sich natürlich am Mittelrhein und das Weingut Höfler befindet sich in Michelbach, also in Franken. Und was diese beiden Weingüter verbindet, naja, der Johannes Höfler und die Ida Diedinger sind ein Paar und haben dann auch ihre eigene Weinlinie quasi rausgebracht. Also ich möchte heute hier mal den Riesling präsentieren. Ein Riesling, Bopparder Hamm, Ortswein, Riesling, trocken 2019. Bopparder Hamm kennt man. Riesling Mittelrhein ist auch so eine Herzenssache bei uns. Wir lieben den einfach. Ist einfach so. Mittelrhein Riesling, top. Merkt man auch sofort. Also ihr riecht da rein und der Mittelrhein ist da. Perfekt, super, sehr schön rübergebracht. Schöne Fruchtkomponente, aber auch sowas, ich merke schon sowas, so was Salziges, was leicht Flintiges. Schöne Frucht, aber schon so ein bisschen Pfirsich. Ist aber mehr. Viel mehr, aber wirklich schöne Mineralik, die jetzt hier schon mit reinspielt. Ich probiere jetzt einfach mal. Schöne straffe Säure, eigentlich schöne Süße dazu. Ich glaube, wir haben schon so 6 Gramm Restzucker hier. Schöne Ausbalanciert, schöne Mineralik einfach schön auf der Zunge. Hat was. Gefällt mir. Jetzt kommt noch was Reifes. Irgendwie so ein bisschen was Dörrmäßiges. Ein bisschen Honig. Schön. Ganz schöner Riesling. Wirklich Kompliment. Toller Wein. Verdammt schöne Fließgeschwindigkeit. Ich wiederhole mich gerne in den Videos, aber wir propagieren natürlich sehr gerne Weine, die auch eine gewisse Fließgeschwindigkeit haben. Das macht einfach auch ein bisschen Spaß. Schöner Riesling, Mittelrhein Riesling, ich liebe es. Eine schöne Frische, aber wirklich schön ausbalancierter, sehr ordentlicher Wein, gefällt mir richtig gut. Gibt es glaube ich für 13,50, also bei beiden Weingütern, also je wo ihr bestellen wollt, beim Weingut Höfler oder beim Weingut Diedinger, könnt ihr einen Wein kriegen. Ich glaube, die haben da immer ausgetauscht. Also finde ich gut, finde ich echt gut, gefällt mir. 13,5 Alkohol, oh,
Ja. Ist schon okay. Macht mir auf jeden Fall viel Spaß. Also. Ist schon für mich ein 39er. Also noch nicht in den 40ern, aber 39 Punkte. Ganz toll. Also wirklich schöner Ortswein, macht Laune. Trinke ich gerne mehr davon. Sollten wir vielleicht auch mal eine ganze Folge dem Weingut widmen. Also da ist sicher sehr interessant, da mal wirklich auf das Weingut auch ein bisschen einzugehen. Müssen wir, glaube ich, mal machen. Demnächst übrigens probieren wir mal den zweiten Part. Da haben wir schon was im Kasten. Weingut Hüfler gibt es demnächst übrigens. Ganz schöner Riesling. Gefällt mir. 39 Punkte. Ich gebe ab an den Ralf. Und das war's heute von mir. Bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns. So, ciao. Schauen wir mal heute. Was ist das? Ah, Leumer. Okay. Ja, salü. Erstmal die Flasche aufmachen. Moment. Okay. Ja, also heute Fred Leumer, Dechant Pinot Noir aus Langenlois, 2015. Also Fred Leumer, bestimmt eine der schillerndsten Figuren im österreichischen Weinbau. Gnadenlos kompromisslos, was Qualität betrifft, arbeitet biodynamisch. Wir waren auch bei ihm für einen On-Tour und war sehr interessant. Könnt ihr euch ja anschauen. Die Farbe, das ist Pinot Noir, ja? Also nicht so dunkles Zeug, da bin ich immer ein bisschen misstrauisch. Hat die richtige Farbe. Also aus Langenlois kommen einige der interessantesten Pinot Noirs aus Österreich. Er ist schon sehr eigen. Sehr, sehr eigen. Aber typisch, typisch Pinot. Hat überhaupt keine süßliche Note oder sowas im Duft. Er ist auch nicht speckig. Furztrocken. Wirklich furztrocken. Sehr, sehr feine Aromen. Du wirst jetzt nicht von einem bestimmten so bumm, erschlagen oder so. Ich weiß den Preis jetzt nicht. Müsst ihr nachschauen. Ich finde auch das Etikett, also ich mag so auch so sehr, wie nennt man das, klare Etiketten. Ja? Und das Männchen, was da drauf ist, habe ich ihn gefragt, was das eigentlich ist. Und das ist ein Fruchtbarkeitsgott. Ich glaube aus Neuseeland, bin mir nicht sicher. Ich glaube Neuseeland, hat er gesagt. Mehr in der Nase hast du mehr den Geruch von Johannisbeere, also Riebiesel. Der ist schön. Ein bisschen Rose ist dabei. Rose, Hagebutte, die Richtung.
Riebiesel. Schöne Säure. Total frischer Spätburgunder. Entschuldigung, Pinot Noir. Also du merkst, er kommt aus einem cool Climate. Ist nicht sonnenverbrannt oder sowas. Gefällt mir sehr gut. Ja, dann gebe ich weiter zum Burkhard. Was hast du Schönes im Glas? Und ihr daheim? Trinkt's mehr Pinot? Beziehungsweise Spätburgunder. Baba.